Ja, guten Abend zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex und ich begrüße euch alle im Namen der German UPA herzlich zu unserem heutigen Expertenchat mit Ulf Schubert zum Thema, was sollen Design- und UX-Führungskräfte können, um erfolgreich zu sein. Bevor es losgeht, möchte ich euch ein paar wichtige Infos mitgeben. Zuallererst das Wichtigste, wie jetzt gerade eben schon erwähnt, das Ganze hier ist ein Experiment. Das heißt, wir sind immer noch dabei, alle Möglichkeiten auszuprobieren. Es funktioniert noch nicht alles perfekt, deswegen bitte um etwas Nachsicht. Falls ihr Wünsche, Ideen, Vorschläge habt, was auch immer, schreibt uns jederzeit gerne eine E-Mail an clubhouse@germanupa.de. Wir freuen uns da echt über jedes Feedback. Genau, und ansonsten auch ein wichtiger Hinweis, die heutige Session wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr an der Diskussion teilnehmen möchtet, sagt bitte, wenn wir euch freigeschaltet haben, vorher einmalig den Satz, ich stimme einer Aufzeichnung und Veröffentlichung zu. Vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt kurz noch zu den einzelnen Kanälen. Zur Teilnahme an der Diskussion bitte bei Clubhouse, wie ihr es schon kennt, einfach die Hand heben und ihr werdet von mir auf die Bühne gezogen. Alle, die bei Zoom zugeschaltet sind, das Gleiche. Da müsste es eine Funktion geben, Raise Hand. Einfach kurz die Hand heben und wir heben für euch dann die Stummschaltung auf. Sollte, ich glaube, das ist aktuell nicht der Fall, aber sollte jemand per Telefon zugeschaltet sein, ihr habt einen Sonderstatus. Ihr könnt mitreden, indem ihr Stern und 6 drückt. Damit hebt ihr eigenständig die Stummschaltung auf. Und Fragen bei YouTube bitte in den Chat rechts reinschreiben. Diese werden von mir vorgelesen. Leider haben wir aktuell eine Verzögerung, eine zeitliche von ungefähr 30 Sekunden. Ihr seht schon im Chat, wundern sich die Leute, warum kein Ton da war. Matthias, müssten wir vielleicht mal schauen, was da los ist. Wie gesagt, das ist alles ein Experiment, bitte nicht wundern. Wir sind dabei, das Ganze noch zu verfeinern. Dann ansonsten, wenn ihr Gesichter hinter der heutigen Session sehen wollt, dann wechselt gerne, wie schon erwähnt, zu unserem Zoom- und YouTube-Kanal. Da gibt es den Ulf und mich live und in Farbe. Und die Links dazu findet ihr unter germanupa.de unter Veranstaltungen. Und last but not least, die letzte Anmerkung für alle, die über Clubhouse zugeschaltet sind. Auf der Bühne sind neben dem Ulf und mir auch noch ein sogenannter T. Nicht wundern, das ist unsere Verbindung von Clubhouse zu Zoom. So, das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und übergebe das Wort an Ulf. Vielen Dank. Ein herzliches Willkommen zu unserem Multi-Channel, Experiment. Jetzt hat sich hier gerade mein Zoom schon wieder umgestellt. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich würde gern heute mit euch über die Kompetenzen von UX-Professionals diskutieren, die es braucht, um selbst in die Führung gehen zu können, also sprich Karriere machen zu können. Oder auch, die es braucht, um Unternehmen zu führen oder Innenunternehmen zu führen. Und zum Einstieg würde ich gern mit meiner persönlichen Geschichte anfangen und euch so ein bisschen erklären, wie ich zu diesem Thema gekommen bin oder besser gesagt, wie ich auch in Führung gekommen bin, welche Herausforderungen ich dabei hatte und warum ich mich dann heute eigentlich im UX-Blog im Schwerpunkt mit dem Thema Kompetenzen oder UX-Leadership oder Kompetenz für UX-Leadership auch beschäftige. Nachdem ich das kurz mal erläutert habe, was sozusagen die Motivation ist, würde ich euch gerne ganz kurz das Kompetenzmodell umreißen und dann direkt in die Diskussion einsteigen, weil mich natürlich interessiert, wie seht ihr das? Was sind die wesentlichen Kompetenzen, die ihr so für die Führung in den Themen UX und Design für wichtig erachtet? Und ich würde es gerne im Nachgang zusammenschreiben und vielleicht auch nochmal eine Ergänzung zu dem Kompetenzmodell einfach auch veröffentlichen. Mal gucken, ob mir das gelingt, parallel alle Kanäle im Blick zu behalten und auch noch mitzuschreiben. Aber steigen wir mal ein. Für die, die mich noch nicht kennen, ich habe vor über 20 Jahren Mediendesign an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert, habe dann im Studium gegründet und bin jetzt seit über 20 Jahren im UX-Bereich unterwegs. Ganz am Anfang als beginnender geschäftsführender Gesellschafter in einem Unternehmen, da waren wir noch zu viert ganz am Anfang, also vier Studenten, die gegründet haben. Das hat sich dann über die Zeit so ein bisschen verändert.
Ich bin dann in die internationale Beratung gewechselt, habe dann für Surveillance gearbeitet in Hamburg und bin dann von dort zur DATEV gekommen mit dem Auftrag, führ doch mal Human-Centered Design ein. Oder damals hieß es noch, naja, führ mal die User-Centered Design ein, so zumindest hieß das damals noch so. Und verbessere einfach mal die Produktgestaltung, so wie es halt, glaube ich, einigen unter euch auch ergangen ist. Und dann bin ich bei der DATEV durch die verschiedenen Führungsebenen, habe ich mich durch die verschiedenen Führungsebenen gearbeitet, vom Teamleiter bin ich eingestiegen, dann Abteilungsleiter und heute leitender Angestellter. Und die, bei diesem Weg durch die Hierarchie, was mir da ja, Schwierigkeiten bereitet hat oder was sozusagen eine wesentliche Erkenntnis war, war irgendwann der Punkt, als ich gewechselt bin von dem, wie hat es ein Kollege so schön gesagt, von der Opposition in die Regierung. Weil wenn man als UX-Professional irgendwie einsteigt und in ein Unternehmen anfängt, dann hat man sehr oft mit Evangelisierung zu tun. Man läuft durchs Unternehmen und versucht einfach nur, das Schlaglicht auf dieses Thema zu kriegen. Zu sagen, Mensch, das ist wichtig, beachtet es doch bitte und nicht vergessen. Und UX ist ganz, ganz toll wichtig. Und das macht man eine ganze lange Zeit. Und irgendwann passiert unmerklich dieser Wechsel, dass man plötzlich immer näher an den Tisch der großen Entscheidungen kommt und damit auch der Erwartungsdruck steigt. Das heißt, wenn ich heute meine Arbeit angucke, ich muss nicht mehr sagen, UX ist wichtig und kümmert euch doch mal drum, sondern das ist jetzt im Grunde, hat sich's rumgedreht, die Organisation, das Unternehmen hat eine Erwartung, dass eine bestimmte Lieferung erfolgt, dass eine bestimmte Veränderung erfolgt. Und diese Erwartung, die muss ich sozusagen liefern. Ich muss dafür sorgen, dass die Fähigkeit des Unternehmens durch positive Erlebnisse erfolgreicher zu werden, dass das halt auch tatsächlich eintritt, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele von euch, glaube ich, erleben, dass wenn sich UX mehr etabliert, dass man irgendwann in diesen Punkt kommt, okay, jetzt muss ich irgendwie führen. Führen im Sinne von Steuern, aber auch führen im Sinne von Leadership. Ich muss die Organisation oder auch eine Gruppe von Menschen oder einzelne Menschen in bestimmte Richtungen bewegen oder sie unterstützen, dabei hinzugehen. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe, was in meiner Ausbildung total gefehlt hat. Ich habe mich total viel auf Methoden gestürzt und wie mache ich Usability-Tests, wie gestalte ich irgendwas und wie sieht ein Designprozess aus? Das kann ich aus dem FF und konnte ich aus dem FF. Aber diese ganzen Themen, die rund um Führung, also Management und Leadership, sich darum drehen, die haben mir tatsächlich gefehlt. Und das ist ein großer Punkt, warum ich mich damit beschäftige, um genau dieses Wissen, dieses praktische Wissen und was ich mir jetzt über die Jahre erarbeitet habe, einfach auch weiterzugeben. Der zweite Aspekt ist etwas, was mir dann auf den letzten beiden Karrierestufen begegnet ist. Und jetzt sage ich bewusst dazu, das betrifft jetzt nicht nur die DATEV, sondern das betrifft auch andere Unternehmen. Das heißt, ich berichte hier aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe als UX-Professional irgendwann das Gefühl gehabt, dass ich nicht so richtig in diese klassische Management-Welt passe. Das, was mir zu eigen ist, ist ein Vorgehen, das ist sehr iterativ. Ich fange mit irgendeiner These an und arbeite mich dann so Schritt für Schritt in eine bestimmte Richtung und gucke dann, wie erreiche ich sozusagen mein Ziel. Und das kann dann durchaus passieren, dass ich meine These verändere über die Zeit und das auch in der Regel sehr transparent tue. Ich arbeite sehr gerne mit Objectives and Key Results, um möglichst transparent auch zu machen, wo laufe ich hin und warum laufe ich dahin. Also es ist im Grunde immer die Suche nach dem Weg hin zum besten Ergebnis. Und das versuche ich mit möglichst viel Transparenz zu tun. Und natürlich, ich tue es immer für andere. Also das war schon in der Designausbildung ein ganz wesentlicher Punkt, die Empathie zu entwickeln für andere Menschen. Weil immer das, was ich tue, muss anderen zugutekommen, muss irgendwie dazu führen, dass andere, zum Beispiel Teams oder andere Personen halt einfach irgendwas besser machen können am Ende und dieses Ziel erreichen. Und wenn man dann mal in die klassische Management-Welt kommt und sich da mal anschaut, wie wird da agiert oder was wird dort gewertschätzt, dann merkt man, also da ging es mir zumindest, dass ich gemerkt habe, okay, da werden komischerweise andere Dinge gewertschätzt. Da wird sowas gewertschätzt wie die Standhaftigkeit, mit der man eine Position vertreten kann. Die Art und Weise, wie man in einer bestimmten Verhandlung gewinnen kann. Das sind so Dinge, also allein die beiden Dinge waren schon Punkte, wo ich gemerkt habe, das ist nicht meins. Ich will in der Verhandlung nicht gewinnen. Es ist eigentlich egal, wer gewinnt. Wir haben ein Ergebnis, was wir erreichen wollen. Und wer dann am Ende das Ergebnis zu wie viel Prozent erzeugt hat, wir arbeiten alle in einem Unternehmen, das ist nicht wirklich wichtig. Aber da habe ich als UX-Professional nicht so richtig reingepasst. Auch dieses,
ja, dieses Standpunktbasierte, also dann auch teilweise, man muss auf seinem Standpunkt stehen bleiben, auch wenn, wie heißt es immer so schön, wenn das Pferd schon lange tot ist, ich bleibe aber auf meinem Standpunkt, weil das gehört zur Standhaftigkeit dazu, dass man genau das so tut. Man merkt mittlerweile, dass in der Managementwelt sich das auch verändert. In den letzten Jahren haben wir gesehen, Design Thinking ist mit reingekommen, so in den Management-Sprachjargon. Manche haben es richtig gut aufgenommen, haben sich auch bestimmte Dinge schon verändert. New Work als impulsgebende Kraft hat bestimmte Dinge verändert. Also es tut sich was, aber als im Praktischen habe ich immer noch so dieses Gefühl, irgendwie als UX-Professional habe ich nicht reingepasst. Und ich habe dann am Anfang gedacht, na wunderbar, dann muss ich halt irgend sowas machen. Ich muss halt auf so eine Management, Ausbildung, keine Ahnung, nach St. Gallen oder wie sie nicht alle heißen. Ich muss mir halt so ein MBA-Studium noch irgendwie antun, damit ich auch tatsächlich mitspielen kann. Und habe dann irgendwann festgestellt, nee, das ist es nicht. Weil eigentlich sind diese klassischen Management-Techniken, die mir so in den Kopf gekommen sind, als ich auf die Ebene kam, sind etwas aus dem letzten Jahrhundert und teilweise aus dem letzten Jahrtausend. Aus dem letzten Jahrtausend deshalb, ich war auch mal auf einer Strategieschulung, und der Trainer von dieser Strategieschulung zitierte dann Sun Tzu. Ich weiß nicht, wer den kennt. Kunst des Krieges oder in diversen anderen Variationen wird immer sehr gerne in der Strategieausbildung verwendet. Das ist nun mal sehr, sehr lange her, dass auf diese Art und Weise Kriege geführt wurde. Und bestimmte Mechanismen sieht man heute immer noch. Aber sie sind deswegen trotzdem altmodisch. Das ist das, was man früher gemacht hat. In der heutigen Zeit braucht es einfach andere Mechanismen, um in dieser schnelllebigen Welt, wo sich so viel verändert, bestehen zu können. Es ist nicht mehr die eine Managerin oder der eine Manager, der Held oder die Heldin ist und sagt, ich habe das gemacht und ich habe die Organisation dahin bewegt, sondern es sind immer Gruppen. Es ist immer sehr viel mit Gruppendynamik und ich glaube, das ist etwas, was uns UX-Professionals zu eigen ist. Das heißt, für mich war die Erkenntnis, nicht das zu vergessen, was ich kann und wer ich bin, sondern eigentlich das zu behalten und zu ergänzen durch Fähigkeiten, durch Leadership-Kompetenzen, durch Management-Kompetenzen, die mir fehlen und die aber dazu passen. Das heißt, bewusst auch dieses nicht reinpassen, auszuhalten und zu gucken, okay, was muss ich eigentlich können, um das, was ich sozusagen von meiner Ausbildung mitbringe, von meinem Selbstverständnis, das halt wirksamer umsetzen zu können. Und das bringt mich jetzt zu dem Kompetenzmodell, was sich daraus, aus diesen Überlegungen, Erfahrungen und auch aus den Diskussionen rundherum dazu ergeben hat. Dieses Kompetenzmodell besteht im Wesentlichen aus drei großen Gruppen. Da gehören diese klassischen Management-Thematiken mit rein, sowas wie sich selbst führen, andere führen, begeistern, kommunizieren, Menschen einschätzen und entwickeln. Also Dinge, wo man sagt, ja, das ist so klassisch, das muss man irgendwie können. Und ich glaube, da gibt es auch nicht so doll viel neu zu lernen. Ich glaube, dann, wenn man da mit einem modernen Verständnis rangeht, da kann man sich auch aus bestehender Literatur schon gut bedienen und weiterentwickeln. Dann gibt es einen zweiten großen Block. Ich nenne den jetzt einfach mal Unternehmertum, also sprich das unternehmerische Denken und Handeln. Und da gehört sowas rein wie Strategieentwicklung, Organisationsentwicklung, politisches Handwerkszeug und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Also das sind so Themenstellungen, die eigentlich so in so einer klassischen UX-Ausbildung, Design-Ausbildung eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Also zumindest nicht in meiner. Da waren sie einfach nicht Bestandteil. Das sind alles Themen gewesen, die ich im Nachgang machen musste und mir aneignen musste. Und das dritte Kompetenzfeld, das sind dann die klassischen UX- und Designfähigkeiten, wo es eben darum geht, okay, was ist denn CX, was ist UX? Also was ist User Experience, was ist Customer Experience? Wie funktionieren die Konzepte? Wie gestalte ich Produkte und Services? Also wie sehen Designprozesse aus? Wie sind Methoden? Wie moderiere ich auch große Gruppen, um auf bestimmte Ergebnisse hinzukommen? Also sprich das klassische Methodische, wo der Schwerpunkt der UX-Professionals meistens liegt, das gehört für mich auch in die großen Kompetenzfelder mit rein. Und wie gesagt, was ich jetzt gern mit euch diskutieren würde, ist die Frage, was sind aus eurer Sicht die wesentlichen Kompetenzen, die UX-Professionals brauchen, wenn sie in die Führung gehen wollen oder in Führung sind und ihre Wirksamkeit steigern wollen. Und um so ein bisschen einen Icebreaker zu haben, würde ich gerne mit der ersten Frage beginnen, die mir gestellt wurde, als ich den Artikel zu den Kompetenzen veröffentlicht habe. Da kam nämlich innerhalb von einer halben Stunde das Feedback, das ist ja alles schön und gut, aber ich bin nicht der Meinung, dass UX-Professionals designen können müssen. Und deswegen wäre für mich die Frage, wie wichtig ist es denn aus eurer Sicht, dass UX-Professionals in Führung zumindest verstehen können oder verstehen, wie Designprozesse funktionieren,
selbst auch in der Lage sind, zumindest grundlegend Design zu erstellen zu können. Sie müssen nicht die beste Designerin oder der beste Designer sein, aber zumindest ein solides Verständnis davon haben, wie Design funktioniert und vor allen Dingen, was gutes Erfolgsversprechen des Experience Design ist. Wie steht ihr zu dieser Frage? Müssen UX-Professionals designen können? Da haben wir auch schon die erste Meldung von Zoom, von der Lisa. Hallo Ulf, lange nicht gehört. Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde, man sollte generell nichts managen von dem, wo man vom Handwerk gar keine Ahnung hat. Also das ist in unserer Branche, in der IT, so ein bisschen verloren gegangen, weil man macht ja auch Projektmanagement, ohne zu wissen, wie man Software entwickelt. Ich finde, das muss man in UX nicht auch noch übernehmen. Also man muss einfach wissen, wie der Prozess ist, welche Schwierigkeiten dabei auftreten können, dann kann man bessere Entscheidungen treffen. Also gibt es für mich eigentlich gar keine Frage. Und nur weil das andere anders machen, müssen wir das bei UX nicht nachmachen. So, dann noch der Kommentar aus dem Chat. Claudia, es verstehen und bewerten können, ja. Und dann noch eine Meldung von der Ayara. Okay. Hi. Ja, Ayara ist mein Name. Und muss ich jetzt diesen Satz sagen? Bei Zoom nicht, nein, nur bei Clubhouse. Ah, okay. Alles klar, cool. Meine Einstellung ist auch, dass auf jeden Fall ein Designverständnis da sein muss und auch ein technisches Verständnis. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich auch zum Beispiel einen Basic Prototype in HTML erstellen kann und eben auch weiß, wie die technische Umgebung ist, also vor allen Dingen bei Digital Services und für alles, was mit Digital Design zu tun hast, auf jeden Fall auch. Ein Grundverständnis HTML vom Technical Setup und auch Design-Grundverständnis. Danke dir. Die nächste Meldung kommt von Clubhouse, von der Ravid. Dich möchte ich jetzt, komm auf der Bühne, ich möchte dich jetzt diesen Satz bitten zu sagen. Und zwar, ich stimme einer Aufzeichnung und Veröffentlichung zu. Ja, gerne. Danke dir. Ich habe zugestimmt. Ja, genau. Also ich denke, dass Designkenntnisse wichtig sind, egal ob Ausbildung oder Studium, spielt keine Rolle. Ich glaube, die Erfahrung spielt sogar am meisten Rolle. Was auch wichtig ist, ist Verständnis für Business und Technologie. Und vor allem Neugier. Also Neugier und Bereitschaft, in neue Sachen sich einzubringen und zu lernen. Ich habe selbst jetzt Projekte, die ich leite im Bereich Logistik. Die hatte ich vor davon gar keine Ahnung. Und ich sammle einfach die Menschen und die Informationen, die ich brauche, um das zu managen. Und das klappt sehr gut. Also da muss man einfach bereit sein, auf neue Sachen sich zu öffnen gegenüber neue Sachen und neue Menschen und neue Methoden. Das geht schon so. Meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach. Danke dir. Bevor ich die nächsten zwei, und zwar die Martin und die Birgit, rannehme, würde ich gerne noch kurz die Kommentare in unserem YouTube-Chat vorlesen, und zwar einmal von dem Michael. Prozesse und die Menschen dahinter verstehen, ja, das ist nötig. Von dem Eduard, UX-Leader müssen nicht zwingend Designer sein. Es ist vom Vorteil, aber auch ohne möglich. Demnach sollte man auch Frontend-Entwickler sein. Wo hört es dann auf? Und von dem TomX992, in meinen Augen müssen sie nicht Design können, aber ein grundlegendes Verständnis für Design haben. Menschen und den UX-Prozess verstehen, ja, unbedingt. Danke euch. Und als nächstes der Martin. Hallo. Hi, kann ich mich hören? Ja. Okay. Also ich denke auch, dass eine Führungskraft im UX-Umfeld auf jeden Fall gewisse Kenntnisse haben muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, sich über die Weiterentwicklung der Mitarbeiter kümmern könnte, ohne zu wissen, welche Weiterbildung brauchen die, was gibt es da, was macht bei uns Sinn, was macht keinen Sinn.
Nicht jeder muss entwickeln können, nicht jeder muss Design thinking können. Wie stelle ich ein Team überhaupt auf und welche Skills muss mein Team haben? Und dafür ist es halt notwendig zu wissen, was brauchen wir in meiner Organisation? Und deswegen ist ein Grundverständnis meiner Meinung nach allein für die Mitarbeiter, die in der Abteilung arbeiten oder in dem Bereich UX, nein, deswegen notwendig. Ja, das reicht. Danke dir. Und die nächste Meldung kommt von dir, Birgit. Ja, danke schön. Mein Hintergrund ist nicht im Design. Ich bin Wissenschaftlerin. Und ich habe ein Team, ein UX-Team geleitet am Fraunhofer Institut. Und da war der Fokus auch auf UX-Research. Und ich denke, es kommt darauf an, was man im Team macht. Wenn man UX-Design, also wenn der Fokus darauf ist, Produkte zu gestalten, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn jemand in einer Führungsposition ist, der sich mit diesen Prozessen auskennt und weiß, wie sie laufen. Und wenn es UX-Research mehr ist, dann macht es Sinn, dass man jemanden hat, der sich über wissenschaftliche Prozesse auskennt und die vorantreiben kann. Ja. Danke dir. Das war aktuell die letzte Meldung. Jetzt noch ein paar Anmerkungen aus dem Chat, und zwar von der Aneta. Man sollte ein gutes Designverständnis haben, aber vor allem den Mehrwert der Methoden gut erklären und den Mehrwert managementtauglich kommunizieren zu können. Von der Magdalena, jeder wird behaupten, er hat grundlegendes Verständnis von Design. Das reicht nicht, Erfahrung ist wichtig. Dann von der Lisa, ein großes Problem, dass bei Design mehr Leute glauben, mitreden zu können, als bei zum Beispiel Programmierung. Von dem Martin, der Klassiker ist, es kommt drauf an. Und dann von der Julia, Impuls aus der anderen Richtung. Ich habe eine Führungskraft, die nicht viel von UX versteht und empfinde das als großes Problem, gerade in Bezug auf Weiterentwicklung von UX im Unternehmen und auch in Bezug auf eine persönliche Weiterentwicklung. Und zu guter Letzt von Roland, wie kann man es ohne das Wissen schaffen, dass Design einem folgen? Oder Frau? Danke euch. Ja, das ist sehr spannend, weil ich habe jetzt versucht, mal so ein bisschen mitzuschreiben. So vom Gefühl her deckt sich das mit auch dem, was ich aus den anderen Gesprächen gefühlt habe. Also im Grunde, man muss das Designverständnis mitbringen, also dieses grundlegende Verständnis, wie funktioniert es. Ich finde den Punkt sehr, sehr wichtig, dass gerade wenn es um die persönliche Weiterentwicklung geht von UX-Professionals, dass die Führungskräfte dann tatsächlich ein gutes Verständnis davon brauchen, was ist eigentlich in der Fachdomäne notwendig, was brauchen auch die Disziplin, die UX-Disziplin, was brauchen die Menschen in diesen UX-Disziplinen, um sich weiterentwickeln zu können. Das fängt bei Tools an, aber eben auch bei den Formen der Weiterbildung, die sich dann meiner Erfahrung nach schon sehr unterscheiden. Also von daher diesen Punkt mit der persönlichen Weiterentwicklung, den finde ich sehr wichtig. Und was mir da auffällt, ich habe in der, wenn ich mal so mal in der internationalen Design Leadership Community schaue, da wird gerade sehr, sehr viel über Entwicklungsleitfäden diskutiert, also solche Skill-Matrizen, wo Unternehmen teilweise öffentlich kommunizieren, was sie von ihren UX-Professionals erwarten, aber auch wie glanzklar die Karrierepfade aussehen, was sind die Schritte, was muss ich können dafür, also um auch eine klare, transparente Orientierung zu schaffen. Und ich erlebe es in Deutschland noch relativ zaghaft, also da gibt es ab und zu solche Ansätze, also zum Beispiel bei der DATEV gibt es solche Ansätze, über Entwicklungsleitfäden zu gehen, aber es gibt auch Unternehmen, die das noch nicht so strukturiert machen, sondern wo es dann immer eher so eine Glückssache ist, ob ich als UX-Professional Karriere machen kann oder halt auch nicht. Oder man bedient sich halt der amerikanischen oder britischen Modelle, die halt veröffentlicht sind, wobei es dann halt immer schwierig ist, wenn man sagt, ja, ich habe mir jetzt, was weiß ich, einen Karrieremodell oder einen Entwicklungsleitfaden von Clearleft rausgesucht und da steht drin, ich muss das und das können. Das muss dann nicht unbedingt matchen mit dem, wie ich persönlich vorankomme in meiner Umgebung, in der ich sozusagen jeden Tag arbeite. Ich würde jetzt gerne noch mal in der Diskussion auf einen weiteren Punkt oder auf drei weitere Punkte vom Kompetenzmodell eingehen wollen. Und zwar, ich habe es ja übers Blog jetzt so gemacht, dass dieses Kompetenzmodell frei zur Verfügung steht. Das können die
Blogleserinnen und Leser können es einfach verwenden, um einen Selbstcheck zu machen. Und das haben auch schon einige getan. Und da hat sich herauskristallisiert, wo heute die größten Weiterentwicklungsbedarfe noch zu sehen ist. Also man sieht ganz gut, wo schätzen sich so die Einzelpersonen sieht man nicht, aber bei welcher Kompetenz hat man denn eigentlich den höchsten Erfüllungsgrad und bei welcher ist es denn eigentlich am geringsten? Und was mich erstaunt hat, ich hatte ja darauf getippt, dass sowas wie strategisches Denken eine Kompetenz ist, die UX-Professionals stärker entwickeln müssen. Praktisch zeigt sich das aber so nicht. Sondern das, was die Top-3-Themen sind, ist Organisationsentwicklung, betriebswirtschaftliches Denken und Politik vor allen Dingen. Also sprich, das politische Handwerkszeug, wie agiere ich in großen Organisationen oder auch in kleinen Organisationen? Und gerade das Thema Politik, das würde mich nochmal interessieren, wie eure Sicht da drauf ist. Also steckt sich das mit euren Erfahrungen beim politischen Handwerkszeug? Habt ihr da das Gefühl, gut aufgestellt zu sein? Oder was fehlt euch da an der Stelle? Oder was ist da wichtig auch für die für Führung im Designbereich oder im UX-Bereich? Ja, zwar die Birgit. Hallo, nochmal. Ich würde das anders benennen. Also statt Politik würde ich das Beziehungen aufbauen und halten nennen. Das klingt dann vielleicht auch weniger fremd. Und dafür ist es notwendig, dass man Empathie hat. Und ich glaube, viele UX-Professionals sind gut darin. Und dass man gut kommunizieren kann. Dass man Zusammenhänge, die vielleicht fremd sind für Ingenieure oder Softwareentwickler oder auch Manager, gut darstellen und gut verkaufen kann. Also das sind für mich die Komponenten von Politik, auf die es ankommt. Ja. Das finde ich spannend, weil ich hatte die Punkte habe ich extra im Kompetenzmodell drin und da sieht es eigentlich gut aus, dass wo es die Fragen oder die geringere Einschätzung gab, war explizit bei solchen Themen wie Verhandlungen führen, Machtverhältnisse einschätzen, bestimmte Dinge zur Entscheidung bringen. Also das ist ja, Politik ist ja oft dieser Punkt, ich setze einen Impuls, ich führe einen Diskurs, ich habe eine Entscheidungsvorlage je nach Organisationsmodell und Reifegradstufe und versuche eigentlich immer irgendeine Entscheidung herbeizuführen, einen Konsens, auf den sich die Organisation einigen kann oder geeinigt wird durch eine Entscheidung, um dann Dinge voranzubringen. Und natürlich, um das gut managen zu können, um tatsächlich dann auch in komplexeren Strukturen diese Entscheidung auch zu bekommen, dann ist es halt oft notwendig zu verstehen, wie sind denn die Machtverhältnisse, wie sind die Zusammenhänge? Und da geht es gar nicht so sehr ums Netzwerken, sondern eigentlich zu verstehen, wer spielt sozusagen mit wem und wie laufen eigentlich Entscheidungen tatsächlich. Das ist das, was da dahinter steckt. Also, und da würde ich sagen, dafür brauchst du Beziehungen. Also dafür brauchst du Vertrauen zu Leuten und auch die Fähigkeit zu sehen, okay, wer interagiert mit wem und wer mag wen oder wer hat ein Problem mit wem. Und das sind soziale Kompetenzen. Aber ich glaube, wenn man es als Politik benennt oder als Sachen, ich weiß nicht, irgendwie Entscheidungen durchsetzen oder so etwas, das hat schon einen bestimmten Turn, also da schwingen schon bestimmte Gefühle mit, die es so ein bisschen schmutzig klingen lassen. Und ich glaube, das könnte mit bewirken, dass Leute das eher als weniger kompetent, also sich selber als weniger kompetent darin einschätzen. Ja, das stimmt. Die Politik, also sprich die großen Parteien, leben es ja gerade auch ein Stück weit vor, wie Politik eigentlich auch nicht sein kann. Aber lassen wir das Thema raus. Ich glaube, den Frust brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Sehr gut, aber danke. Ich sehe ganz viele Hände hier auf meinem Zoom-Bildschirm, Alex. Ich glaube... Und zwar vorher noch zwei Kommentare. Einmal von dem Eduard, das, was Birgit sagt.
Dann von dem Michael, gutes Stichwort, das genannt wurde, Vertrauen. Von dem Roland, für mich spielt da die Design-Expertise keine große Rolle. Als Designer argumentieren wir oft auf Basis von Kundenfeedback. Da kommt man in der Politik aber oft nicht weit. Und als nächstes die Meldung von der Lisa. Genau. Meine Beobachtung ist, dass wir als UX-Professionals oft gewohnt sind, mit dem Kundennutzen zu argumentieren und dann der Meinung sind, das müsse reichen. Und dass wir, obwohl wir eigentlich gut drin sein sollten, einen Perspektivwechsel hinzubekommen, weil das ist der Job, kriegen wir es oft nicht hin, diesen Perspektivwechsel auf die Business-Seite zu machen und zu sagen, was für einen Schmerz hat denn der Mensch, der da gerade eine Entscheidung treffen soll? Wo ist denn der Business-Hebel, mit dem ich da rangehen könnte? Beziehungsweise bei manchen Leuten beobachte ich sogar eine Aversion dagegen, so denken zu müssen. Also warum muss ich mich denn mit den wirtschaftlichen Aspekten des Ganzen beschäftigen? Oder eben sogar mit Politik, was wirklich irgendwie was ist, wo dann wirklich viele dann, die jetzt so zu uns Empathen vielleicht gehören, wenn ich es jetzt mal so ganz grob sage, vielleicht wirklich eine Aversion dagegen haben. Da soll ich noch konfrontativ sein irgendwie und was durchsetzen. Das ist irgendwie überhaupt, das ist so im Schlag der UXler, glaube ich, was eher verpönt ist. Und das ist aber essentiell notwendig, weil unsere Produkte oder Projekte müssen sich auch finanzieren. Und da greift so ein bisschen das Politische mit dem Betriebswirtschaftlichen ineinander oft. Also zumindest bei mir in der Firma. Also wir sind total zahlengetrieben. Da kommt man einfach nicht weit, wenn man nur mit Happy Users argumentiert. Das interessiert keinen. Ja, guter Punkt. Danke dir. Dann noch ein Kommentar von dem Alfonso. Politik fängt dann an, wenn man Usability gegen Features verteidigen muss. Product Owner möchten gerne viele neue Features auf Kosten von UX im Sprint unterbringen. Dann von dem Roland. Designer wollen eben immer andere glücklich machen. Und die Meldung von der Claudia. Ja, ich finde, ich setze auch nochmal an, was Birgit auch so ein bisschen gesagt hatte, aber auch Lisa. Auf jeden Fall, ja, Politik ist irgendwo schon auch ein Thema. Ich meine, ich komme jetzt eher aus der Agenturseite. Ich kann es immer nur sozusagen von außen auch ganz gut betrachten. Ich merke ganz viel das Thema Stakeholder. Wer hat wie welche Interessen? Und dann frage ich natürlich ganz oft von außen, wo gibt es Machtsituationen? Wie müssen wir die vielleicht auch mit in unserem Prozess berücksichtigen? Wer ist sozusagen eher so ein Netzwerk des Vertrauens? Wie kann man auf den sozusagen auch zugehen, um vielleicht einfach auch mal bestimmte Informationen auch rauszubekommen? Und natürlich merkt man dann, ich weiß nicht, ob du das auch ein bisschen mit dem meintest, wann wird es dann irgendwo schmutzig oder blöd oder wann wird es politisch? Es ist immer schon auch ein Taktieren mit dabei. Und natürlich finde ich immer beide Interessen im Blick zu haben. Natürlich muss es ein Business-Interesse sein. Und aber klar, das ist als UX oder als Designer wollen wir auch, dass es natürlich das Produkt auch gut auf den Markt kommt. Und das sind so die verschiedenen Faktoren. Und das geht schon auch oft in was Politisches rein. Und auch das, glaube ich, muss man an bestimmten Stellen manchmal auch aushalten. Vielleicht mal ein Spiel mitspielen. Ich finde auch immer wieder ein Thema Transparenz walten zu lassen. Das sind alles so eine Balance, finde ich, die man so auch für sich auch eine gute Mischung finden muss, aber ganz viel eben auf Stakeholder zugehen und die zu verstehen und aber auch zu gucken, wer hat wo welche Interessen und wie muss man vielleicht auch mal welches Spiel mitspielen, damit man dann auch so zu seinem Ziel auch kommt. Danke dir. Dann noch ein Kommentar von dem Wolfram zum Thema Kundenperspektive. Ist es nicht so, dass da der Wert liegt? Also wenn man die Kunden zufrieden macht, dann entsteht der Wert für sie und indirekt auch für das Unternehmen, weil die dann das Produkt ja kaufen. Kurz, Wertschöpfung, Win-Win für Kunde, für User, Kunden und das Unternehmen. Dann von dem Eduard, falls Fragen gewünscht sind. Mich würde interessieren, wie man lernen kann, UX in Unternehmen zu kommunizieren. Ich schreibe es dir mal auf, für den weiteren Verlauf. Und nochmal eine Meldung von der Ajara. Jetzt habe ich es.
Gut. Also für mich als Consultant komme ich ja oft rein von außen, also direkt in die Strukturen. Und das ist auch oft so, dass ich immer beginne mit Stakeholder-Interviews. Das ist immer so mein erster Prozess. Und in Stakeholder-Interviews auch sage, dass die sozusagen nicht weiteren Einfluss nehmen auf die ganzen Entwicklungen. Also die sind so, die bleiben nur bei mir. Die sieht auch sonst niemand. Die werden nie in irgendwelchen weiteren Teams besprochen. Und das habe ich in meiner Erfahrung nach bildet schon mal eine gute Grundlage von Vertrauen. Und da habe ich so viel das Gefühl, dass da dann sehr, da kann ich schon ganz viel Einsicht gewinnen. Wer macht was, welche, ich habe einen bestimmten Interview-Guide, den ich mir dann dementsprechend customize für die Situation und dann einfach herauszufinden, wie sind die Strukturen, wer ist Entscheiderin, die ganzen Levels. Und da ich natürlich als Externe nicht auf der internen Karriereleiter bin, gibt mir das auch einen bestimmten Freiraum. Und wenn ich da einen guten Vertrauensraum schaffe, dann passiert da ganz viel Öffnung und auch Vertrauen, was dann später im weiteren Prozess natürlich die Entscheidung positiv beeinflusst. Und für mich ist immer ganz klar, natürlich Entscheidung, Business spielt immer eine große Rolle mit und ich versuche immer Entscheiderinnen und Entscheider mit im Boot zu haben für die Entwicklung und auch sie immer zu informieren. Also wenn sie nicht in den Sessions dabei sind, regelmäßige Drop-ins, wo Fortschritt gezeigt wird, wo Fragen besprochen werden und die Entscheiderinnen und Entscheider müssen einfach durchgehend Teil des Prozesses sein. Sonst ist es wie ein Vehicle mit nur drei Rädern und eins dann immer humpelt den Weg entlang und irgendwann bricht es dann zusammen. Danke dir. Dann noch zwei Kommentare von YouTube von TomX902. Guter Punkt von Alfonso. Es wird schnell zum Politikum, wenn man sich als UXler gegen die Feature-Retis verteidigen muss. Die Gefahr von Grabenkämpfen ist hier groß. Und eine Meldung von der Ingrid. Mhm. Hallo. Genau. Ja, hallo. Also ich bin ja jetzt interessanterweise auf der anderen Seite. Also ich habe ja die Position, dass ich die jungen UX-Designer ausbilde oder versuche, so gut wie möglich auszubilden. Also sprich, ich bin in der Lehre verankert. Deswegen interessiert mich die ganze Diskussion natürlich sehr. Ich hätte dann speziell auch noch vielleicht die ein oder andere Frage, die ich an euch ganz gerne stellen würde. Ich war jetzt wirklich auch sehr überrascht, dass diese von Ulf, die drei von dir genannten Punkte, Organisation, Betriebswirtschaft, Politik, also damit hätte ich nicht gerechnet. Die anderen Themen eben so Führung, Unternehmertum, ja, also da denke ich, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe mir jetzt auch so überlegt, wenn wir jetzt versuchen wollen würden, das jetzt zum Beispiel in der Lehre auch noch mit zu verankern, dann müssten wir drei Semester mehr drauf satteln oder auch den Master noch entsprechend ausbauen, also finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist natürlich einerseits mit Sicherheit super wünschenswert, wenn UX-Professionals da auch möglichst viel mitbringen, dass sie politisch agieren können, dass sie die sich korrekt verhalten, diskutieren können, betriebswirtschaftliches Know-how mitbringen. Klar, es geht unterm Strich um Verkauf, es geht um Zahlen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, der Begriff im Zusammenhang mit UX-Professionals, dieser Begriff Empathie, fiel ja schon sehr oft. Und ich denke mir, UX-Design ist ja per se schon für mich sehr, sehr breit aufgestellt. Also es ist ja in sich schon ziemlich interdisziplinär, was die Leute alles mitbringen können und sollen, dass man da vielleicht auch aufpassen muss, dass man dieses Fass nicht irgendwo zu weit aufmacht, dass man da nicht versucht, die eierlegende Wollmilchsau zu kreieren, weil ich denke mir, alles, was dann extrem in die Breite geht, irgendwo wird es ja dann vielleicht auch flacher. Also das merke ich auch bei uns im Studiengang. Ich kann kein hundertprozentiges Design machen, kein reines Design, dafür habe ich zu wenig Zeit. Wir können auch keine absolut tiefgehende Programmierung machen, weil dafür reicht auch nicht die Zeit, weil die haben ja auch nur Usability-Themen, die Testing-Themen und eben bis hin zu Gründertum und so weiter. Also von daher denke ich, natürlich auf der einen Seite wäre es wünschenswert, so viel, so professionell wie möglich, aber auf der anderen Seite muss man vielleicht auch
eingestehen, naja, es muss ja vielleicht nicht alles perfekt sein, sondern die dürfen eben die Empathischen sein, die dürfen diejenigen sein, die vielleicht auch mal andere Ideen mit reinbringen, die vielleicht die anderen aus der Betriebswirtschaft mehr auf die Palme bringen oder Sachen hinterfragen. Vielleicht müssen wir aufpassen, dass wir das nicht dabei verlieren. Das ist ein total guter Punkt. Ich würde gerne kurz darauf antworten. Ich bin deiner Meinung, das hat nichts in der Grundausbildung zu suchen. In der Grundausbildung muss es um die klassischen UX-Themen gehen. Das ist ja genau das, was dann auch der Vorteil ist, das Empathische, das Iterative, das Thesenbasierte, das ich probiere aus, ich lerne. Also dass diese Grundausbildung, die wir heute haben, die ist richtig so, wie sie ist. Das, was mein Punkt ist, du kommst halt irgendwann an den Punkt, dass du entweder in einer größeren Organisation, in einem Unternehmen bist, wo es viele UX-Professionals gibt, die zum Beispiel irgendwas erreichen wollen, oder du kommst in die Verantwortung dafür, dass du dafür verantwortlich bist, die Fähigkeit des Unternehmens zu verbessern, über positive Erlebnisse den Gewinn zu maximieren. Also Chief Design Officer, wie es immer so schön heißt, oder VP Design, wie die Amis das gerade da so durch die Welt posaunen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du in so eine Position rutschst, dann verschiebt sich das so ein bisschen. Du bringst sozusagen deine Grundausbildung, deine Grunderfahrung über die Jahre mit. Und dann ist die Frage, was brauchst du noch dazu, um bestehen zu können? Und das ist genau der Punkt, worum es mir geht. Von daher ist das eher eine Frage von entweder einer Masterausbildung oder sogar noch später, wenn du dann eine gewisse Berufserfahrung hast. Und dann die Frage, okay, wie komme ich denn jetzt voran? Wie komme ich denn weiter? Wie schaffe ich es denn zum Beispiel von einem Senior Professional Level hin zu einer Führungsposition, wo es eben um Personalführung und auch Themenführung zum Beispiel geht in Kombination? Das ist das, was so der Antrieb so für mich ist. Also von daher, an der Grundausbildung würde ich gar nicht rütteln wollen, weil die ist gut so, wie sie ist. Ich würde dazu vielleicht gerne noch das letzte Kommentar bei Zoom vorlesen, und zwar von der Julia. Ich kann den Punkt Politik sehr gut nachvollziehen, weil politisch-strategisches Handeln viel mit Macht ausüben und unsachlichen Argumenten zu tun hat. Als UXler versucht man per Definition ja eher die Sache und nicht sein eigenes Standing zu optimieren. Der Leitspruch "Don't fall in love with the solution, fall in love with the problem" steht einem da ja manchmal im Weg. Sich auch, da fehlt, glaube ich, irgendwas. Und ansonsten noch die nächste Meldung von der Claudia. Ja, ich würde das auch auf jeden Fall nochmal unterstützen, was du, Ingrid, auch gesagt hast, Herr Ingrid, und was Ulf auch gesagt haben. Ich meine, ich habe bestimmt über 10 Jahren Praxiserfahrung in Design-Management-Ausbildung gemacht, wo genau solche Themen auch dann relevant wurden. Ich glaube, davor hätte ich es zwar irgendwie gelernt, aber auch nicht kapiert anzuwenden. Und weil man braucht einfach so diese gewisse Erfahrung auch an Prozessen, an wie ticken die Leute, mit größeren Unternehmen mal zu arbeiten, um dann auf dem aufsetzen zu können und dann wieder sozusagen neues Mindset, Methodenset und zu lernen, zu erkennen, anzuwenden, dran zu schleifen und dann wieder so zu gucken, wo muss ich eigentlich weiterhin? Also würde ich absolut unterstreichen. Das ist total spannend, Claudia. Wo hast denn du Design Management studiert? Also von Park, Mania Peel Design Innovation, und da im Endeffekt in dem Grow-Programm. Und das war wirklich praxisbezogen, anwendungsbezogen. Man ist reingegangen und konnte sofort wieder was rausnehmen und gleich anwenden und austesten. Ja, das Park-Programm kenne ich ziemlich gut, ja. Das ist sehr, also es ergänzt tatsächlich diese Management- und Strategieteile. Ich habe schon versucht zusammenzutragen, was es denn so für Ausbildungsgänge gibt, aber das ist im deutschsprachigen Raum echt ziemlich mau. Mhm. Parkprogramm ist ja englischsprachig. Mhm. Also so deutschsprachige Programme sind wirklich nicht sehr, sehr viel gesehen, es sind vielleicht eine Handvoll oder so, die gerade das Bedürfnis erfüllen. Ja. Ich habe noch eine Frage von dem Martin, und zwar, wie kann man Politik lernen, außer on the job? Also ausprobieren, auf die Fresse fliegen, wieder aufstehen und draus lernen. Dann wieder von vorne. Ich habe es mit auf die Fragenliste genommen. Mhm. Und die nächste Meldung dann noch von der Birgit. Ja, mein Ausbildungshintergrund ist unter anderem Psychologie. Und da gibt es in der Arbeitspsychologie einen ganzen Forschungsbereich, der nennt sich Aufstiegskompetenz.
Und der beschäftigt sich mit Fragen, wie kann man lernen, aufzusteigen? Wie macht man das? Was für Kompetenzen braucht man da? Und die Diskussion und die anfängliche Darstellung von Ulf hat mich tatsächlich erinnert an Erkenntnisse zu Gender-Unterschieden in Aufstiegskompetenz. Weil es gibt ziemlich viele Studien, die zeigen, dass Frauen weniger Aufstiegskompetenz haben, die so definiert ist, dass Frauen dazu tendieren, lieber die Arbeit sprechen zu lassen. Also zum Beispiel das Produkt oder dass der Kunde happy ist und weniger sich selber zu vermarkten, dass sie sich auch mehr hemmen, Beziehungen hauptsächlich deswegen einzugehen, damit sie irgendwelche Vorteile haben. Also zum Beispiel Feierabendbier oder gemeinsam Kaffee trinken gehen, einfach nur, weil man denkt, dass es sinnvoll ist für die Karriere. Und auch mehr Selbstkritik im Hintergrund läuft, wenn solche Dinge ablaufen, wie zum Beispiel das fühlt sich nicht richtig, das fühlt sich irgendwie schmutzig an. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, also mir selber hat diese Information geholfen, mir bewusst zu werden, wie ich denke und wieso ich bestimmte Handlungen mache und dann bewusst andere Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, dass das auch hilfreich sein kann für andere Leute, ohne dass man groß irgendetwas lernen muss, sondern einfach nur mehr Selbstbewusstsein zu schaffen. Also in dem Sinne von Mindfulness, Selbstbewusstsein. Das ist ein super Punkt, Birgit. Vielen Dank dafür. Ich würde das gerne noch erweitern, weil das, was du beschreibst, ist etwas, was ich auch bei introvertierten Menschen festgestellt habe. Also in der Design-Community oder in der UX-Professional-Community habe ich in meiner Karriere schon oft mit Menschen zu tun gehabt, die genauso geredet haben, egal welches Geschlecht sie hatten, gesagt haben, ich möchte meine Arbeit für mich sprechen lassen. Ich bin daran interessiert, dass die Kunden glücklich sind. Ich will eigentlich nicht dieses komische Geschwurbel da haben und dieses Geklüngel, was da noch am Rande läuft. Das ist nicht meins. Also oft auch diese Aussage, Politik möchte ich nicht machen. Politik gehört nicht zu meinem Job. Das finde ich nicht gut. Und ich glaube, ab einem gewissen Level, also oder ab einem bestimmten, wenn ich einen bestimmten Wirkungsgrad erreichen will, muss ich irgendwann anfangen, mir klar zu werden, was kann ich sozusagen, also was bringe ich mit, was möchte ich auch tun und muss mir dann einen Führungsstil zurechtlegen oder ausbilden, der dann auch trotzdem funktioniert. Und ich glaube, dass es funktionieren kann, weil egal ob extrovertiert und introvertiert, beide Menschentypen können sehr, sehr gute Führungskräfte sein. Das Blöde ist nur, dass die meisten, dieses Idealbild, ist oft halt extrovertiert. Also wenn man so von den idealen Managerinnen spricht, dann sind das oft Menschen, die auf Bühnen stehen und große Shows halten. Und das ist die extrovertierte Version. Und genauso gut wirksam kann eine introvertierte Person sein, aber dazu braucht es das richtige Handwerkszeug und das Bewusstsein, dass das geht. Also ich kenne genügend introvertierte Führungskräfte, die wirklich einen richtig, richtig guten Job machen. Man muss sich einfach nur diesem Punkt einfach bewusst sein, dass das trotzdem geht. Also von daher vielen Dank für den Beitrag. Und wie gesagt, ich würde es gerne einfach auch erweitern. Das betrifft nicht nur die Genderfragen, obwohl die auch da ist. Das war's erstmal mit den Wortmeldungen. Sehr gut. Jetzt muss ich kurz mal auf die Zeit schauen. Wir haben noch, wie viele Minuten haben wir noch? Boah, so 10 Minuten, dann hätten wir die 19. Okay, dann, also wir haben noch zwei Fragen aus der Diskussion. Und zwar eine Frage ist, wie kann man UX in Unternehmen kommunizieren? Oder wie kann man das sozusagen lernen? Und wie kann man Politik lernen? Und ich würde gern mit der Kommunikation vom UX im Unternehmen anfangen. Und vielleicht auch wieder kurz eine Vorlage und dann hoffen, dass ihr das aus eurer Erfahrung ergänzt. Ich glaube, dieses Kommunizieren von UX im Unternehmen, ich glaube, der beste Weg ist einfach klein anzufangen. Die besten Initiativen, die ich bisher so erlebt habe, waren immer welche, die erst einmal mit einer kleinen Gruppe von Interessierten angefangen haben, darüber zu diskutieren. Diese Diskussion versucht haben, auf den Wegen, die es in einem Unternehmen gibt, öffentlich zu machen. Und dann das über die Sogwirkung, die das Thema
in der Regel eigentlich entfaltet, dann einfach dafür zu sorgen, dass die Aufmerksamkeit immer wieder drauf gelenkt wird. Also ich glaube, dieses Lernen kommt einfach beim Machen. Ich glaube, der größte Schritt ist einfach, sich zu sagen, ich mache jetzt diesen Schritt, ich gehe in die Kommunikation. Und um jetzt nochmal das aufzugreifen mit introvertiert und extrovertiert, ich habe einige UX-Professionals erlebt, die mir ins Gesicht gesagt haben, dass sie nicht kommunizieren können oder weil sie halt keine Vorträge halten können. Sie wollen sich nicht auf die Bühne stellen vor 100 Menschen und dann irgendwas erzählen. Das hat richtig Angst ausgelöst. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Lernmoment gewesen, auch für mich. Man muss den Kommunikationsstil finden, den man selbst gut kann. Und das kann die große Bühne sein, wenn eine große Bühne da ist. Die muss auch erstmal jemand bauen oder die muss man sich selber bauen. Wenn man aber gar keine große Bühne will, dann funktionieren die kleinen Bühnen, die im persönlichen Gespräch, im direkten Austausch, die funktionieren genauso gut. Wenn ich da so an Working Out Loud Methodiken denke und so weiter, da geht's, kann man im kleinen Kreis anfangen und dann das Wort in einem Unternehmen verteilen und laut machen. So meine Einschätzung, wie kann man Kommunikation lernen zu UX. Ich hätte noch eine Meldung. Vorher vielleicht noch für die Fragenliste von der Lisa. Glaubt ihr, es gibt Unterschiede in den Kompetenzanforderungen an UX-Leadership in Inhouse- und Dienstleisterunternehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich schreibe sie gleich mal auf, aber ich kann schon mal vorher sagen, ich kann sie nicht beantworten. Ich kenne nur die eine Sicht. Kurz noch ein Kommentar von YouTube, von dem Alpern. Alles, was wir tun, ist doch Politik. Im Sinne von Entscheidungen beeinflussen, idealerweise strukturell regeln. Ob wir es so wollen oder nicht, man muss es nur lernen, bewusst einzusetzen. Und die Meldung von der Ingrid. Ja, genau. Spontan ist mir auch noch ein Punkt eingefallen zu deinem Punkt, Ulf, klein anfangen. Mir ist spontan der Claude Toussaint eingefallen, den du ja auch kennst und Claudia, ich glaube, du kennst ihn auch noch. Mhm. Thema Hartnäckigkeit. Also das habe ich wirklich an dem Kerl bewundert. Wir haben ja eng zusammengearbeitet, saßen uns gegenüber und mit welcher Hartnäckigkeit und Leidenschaft er wirklich diese Themen rangetrieben hat, sowohl intern damals bei Design Affairs, aber auch beim Kunden, bei Siemens und Co., bei den ganzen Großen. Also das war wirklich, ich habe ihn dafür immer bewundert. Ich glaube, seine Hartnäckigkeit hat er heute noch erkämpft, immer an allen Fronten. Und das ist vielleicht auch eine Sache. Klar, die muss man auch mitbringen, vielleicht muss man da der Typ sein. Aber ich denke, klein anfangen, genau, und dann die nötige Hartnäckigkeit, vielleicht auch das dicke Fell mitbringen, ist mit Sicherheit hilfreich. Der Glutesauer ist auch tatsächlich ein gutes Beispiel, weil er sehr viel auch über Inspiration gegangen ist. Das, was er bei mir geschafft hat, war in den Gesprächen, die teilweise sehr spät abends stattgefunden haben, war das am Ende, ich bin immer inspiriert aus diesen Gesprächen ausgegangen. Also das war nicht nur diese Hartnäckigkeit, ich bleibe da dran, sondern er hat bei mir den Raum der Möglichkeiten eröffnet im Kopf. Und das war sensationell. Das war dann immer ein ganz anstrengendes Gespräch und nach einer Stunde war ich total fertig, aber ich war inspiriert. Das war echt gut. Richtig. Und er ist ja auch nicht dieser extrovertierte Typ, also was du gerade gesagt hast. Also er war ja auch nicht der laute Typ, der nach vorne geprescht wäre, die Bühne gestürmt. Das war ja auch nicht. Also er hat sich schon durchgesetzt, aber er war eigentlich ja auch eher so der Zurückgenommene, der Denker, der aber unwahrscheinlich kreativ war. Ja, genau. Mhm. Dann auch die Meldung von der Claudia. Ja, nochmal auf die Frage, glaubt ihr, es gibt einen Unterschied in den Kompetenzanforderungen an UX-Leadership, Inhouse- und Dienstleisterunternehmen? Ulf, ich wüsste das auch nicht, aber lustigerweise hatte ich gestern mit dem Designer von Träger auch gesprochen und dann eher nur so eine Idee entwickelt zu sagen, vielleicht müsste man sich mal sozusagen, ja, mal einen halben Tag bei dem einen und mal bei dem anderen mitlaufen und genauso seine Erfahrungen und Sichtweisen von außen nach innen und von innen nach außen widerspiegeln. War einfach nur so, wo wir tatsächlich genau über die Frage nachgedacht hatten und ja, mal gucken, ob man das verfolgen könnte. Und noch die Anmerkung von dem Daniel: Hartnäckigkeit, einer der wichtigsten Soft Skills für UXler. Ja. Oh ja.
noch eine Meldung von der Adjara. Okay, bin ich unmuted? Ja, okay. Ja, nur was mir noch ganz kurz anfiel, da ich ja fast immer von außen komme. Ich denke, wenn ich das, was ich entwickelt habe über die vielen Jahre, ist einfach sich entspannt im Ungewissen zu bewegen. Also wenn du in eine Situation reinkommst, du kennst weder den Flur, du kennst weder, wer unten an der Tür sitzt, du weißt weder, in welchen Stockwerk du gehen musst. Also dieses ganze, like what we call home turf. Also es ist kein Heimspiel, es ist immer ein Auswärtsspiel. Und das ist irgendwie so ein Frame of Mind, der ich denke, den ich jetzt für mich so entwickelt habe und was ich denke, was es braucht, auch so eine bestimmte, sich im Unbekannten trotzdem entspannt und frei zu bewegen und da den Platz zu finden in dem Raum, der sich auftut. Danke dir. Das war es erstmal mit den Meldungen. Sehr gut. Das heißt also, wir hatten jetzt die eine offene Frage, war die Kommunikation. Da kam jetzt kein weiterer Kommentar dazu, Alex, oder? Zu der Kommunikation. Du meinst, genau, glaubt ihr, es gibt Unterschiede in den Kompetenzanforderungen an UX-Leadership in Inhouse- und Dienstleisterunternehmen? Genau, da hat er klar gesagt. Der Alfonso würde gerne was zur Kommunikation sagen. Ich hebe mal die Stummschaltung auf. Ja, hallo. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht zum Thema Kommunikation. Erstmal über ein internes Blogsystem in Unternehmen, was so gut ist und spricht darüber. Das finde ich eine wichtige Sache. Und klein anzufangen ist auch wichtig im Sinne von, hole erstmal deine Abteilung ab, versuche da das Wort zu verbreiten und das habe ich gemacht, indem ich so kleine Schulungen, UX-Schulungen angeboten habe, also Meetings 1,5 Stunden, wo ich mit denen einfach mal alle 4 UX-Phasen schnell mal durchgespielt habe, damit die auch ein Gefühl kriegen, was das bedeutet, UX. Und danach war das Verständnis viel eher da, sich da auch zu engagieren und mitzumachen und darüber zu reden. Danke dir. Und auch noch von dem Eduard zur Kommunikation. UX kommunizieren lernen, klein anfangen, hartnäckig sein, dickes Fell haben, entspannt und ungewiss bewegen. Das Zitat habe ich mir auch mitgeschrieben. Lerne dich entspannt und ungewiss zu bewegen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Spruch. Sehr gut. Dann habe ich noch eine Frage gehabt auf der Liste. Wie kann man Politik lernen? Da hat der Alpa ja, glaube ich, gerade kurz was gesagt dazu. Also alles ist irgendwie politisch. Ich habe mal einen Vortrag gelauscht, wo dann der Scott Berkun war, das im Grunde das Statement gebracht hat, in dem Moment, wo es mehr als 3 Menschen auf einem Haufen sind, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, dann wird es politisch. Das ist ein etwas anderes Politikverständnis als das klassische, ich denke an Parteien, ich denke an Demokratie, ich denke an sozusagen das politische System, was das Land zusammenhält, sondern Politik in dem Sinne, also in dem Sinne einer Meinungsbildung und etwas voranzubewegen, sich auf ein Ziel zu einigen und voranzugehen. Und ich glaube, um jetzt mal meine Erfahrung zum Thema Politik zu machen, bei mir war es eine Mischung. Ich habe im Grunde, ich glaube, es stand auch irgendwo im Chat, das war am Ende viel Praxis, viel Ausprobieren, viel sich beobachten, aber auch Mentoring war für mich ganz wichtig. Also zum einen, jemanden zu haben, mit dem man vertrauensvoll darüber diskutieren kann, wie schätze ich das ein? Also gerade Stakeholder-Management haben wir ja vorhin diskutiert, wie schätze ich die Interessenslage von bestimmten Stakeholdern ein, weil nicht jede Stakeholderin kann ich tatsächlich fragen, weil bei manchen funktioniert das einfach nicht so direkt. Also dieses tatsächliche Ausprobieren, Reflektieren, das gemeinsame Reflektieren finde ich total wichtig. Und was bei mir noch geholfen hat, war dann auch tatsächlich die Beschäftigung mit so klassischer Politikliteratur im Sinne von, okay, ich will einfach mal wissen,
wie die Dinge, wie sie theoretisch funktionieren könnten, um auch zu verstehen, was ich nicht will. Also was sozusagen nicht mein Weg ist, das zu tun. Also das habe ich zum Beispiel auch im Strategiebereich gemacht. Also ich habe mir zum Beispiel die Kunst des Krieges hergenommen und habe es gelesen tatsächlich. Auch wenn ich es nicht gut finde, was drin steht. Also ja, das funktioniert, aber es gab genügend Beispiele dafür und ich kann mir auch vorstellen, dass das anwendbar ist. Aber das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht etwas, was meiner Vorstellung entspricht. Und dass diese beiden Dinge oder die drei Dinge praktisch ausprobieren, Mentoring im Sinne von, ich habe jemanden, der das schon länger kann und mir dann so beim Reflektieren hilft und auch die Beschäftigung einfach mit theoretischen Modellen oder ja, das, was man so in der natürlichen Grundausbildung dann auch mit vorfinden kann, also in der Politikgrundausbildung. Das waren so die drei Elemente, die mir geholfen haben, um da ein Stück weit reinzukommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch am Lernen, weil auch politische Systeme verändern sich ständig und oder besser gesagt, solche Machtstrukturen oder generell Strukturen, streichen wir mal das Wort Macht, weil das auch wieder negativ besetzt ist, aber generell so Beziehungsnetzwerke, Strukturen verändern sich halt immer wieder und auch die Menschen verändern sich. Also ich glaube, das wird nie so richtig aufhören, dass man sich damit beschäftigt und dran bleibt und versteht, wie es funktioniert. Ja, danke dir, Ulf. Ich sehe auch keine weiteren Meldungen und Fragen und wir kommen auch leider schon zum Ende der heutigen Session. Ich danke dir ganz herzlich auf jeden Fall für die schöne Runde und auch allen Teilnehmern. Das war wirklich sehr interaktiv, finde ich super. Ich hoffe, es hat jedem von euch gefallen und ihr könnt alle etwas mitnehmen. Und wir können auch gerne, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, eine kleine Feedback-Runde machen. Das heißt, was könnten wir noch verbessern? Wie könnten wir es verbessern? Also jederzeit gerne Meldungen, alternativ auch gerne einfach eine Mail an clubhouse@germanypa.de senden. Wir freuen uns da über Feedback. Ansonsten jetzt melden. Ja, und auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Diskussion und auch die Bereitschaft, darüber zu diskutieren und auch, dass ihr eure Meinung eingebracht habt, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank und von meiner Seite einen schönen Abend und Feedback nehme ich auch sehr gern, auch gern auf allen möglichen Kanälen, die es so gibt. Also ich würde vielleicht ganz gern noch kurz was dazu sagen. Zum einen vielen Dank, Ulf, für die sehr kurzweilige und spannende Diskussion. Die Stunde ging wirklich wahnsinnig schnell vorbei. War sehr interessant. Ich nehme tatsächlich einiges mit und habe auch noch, vielleicht eine kleine, ja, bitte klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen falsch, aber ich bin wirklich so ins Überlegen gekommen, weil wir haben ja jetzt bereits einen Master UXD aufgesetzt, wo wir schon so Themen wie Designstrategie, Designmanagement auch mit drin haben. Ulf, da habe ich mich nämlich sehr stark an unsere Diskussion einst erinnert, wo du auch gemeint hast, dass es wirklich wahnsinnig wichtig wäre, haben wir auch drin. Und aktuell sind wir tatsächlich dran, einen Weiterbildungskurs aufzubauen. Es ist noch offen, ob das ein MBA wird, ob das ein Zertifikat wird oder ob wir beides machen oder noch mal ein Master. Also daher die Aufforderung, bitte, oder wenn jemand von euch Ideen hat, wo ihr meint, Mensch, genau das ist das, was hier noch fehlt, sei es eben Richtung Betriebswirtschaft, Politik, was ich jetzt tatsächlich auch ganz interessant fand, wo ihr meint, das fändet ihr super, wenn in so einer Weiterbildung aufgegriffen werden würde. Also ich bin sehr offen, wir sind wirklich ganz aktuell, das stricken wir gerade mit ganz heißer Nadel, wir haben nächste Woche den nächsten Termin, also die Kollegen und ich, und stricken das Programm eigentlich, also es wird kommen und für Input, Anregungen bin ich wirklich sehr offen. Sehr gerne und jederzeit an mich. Ich fände es total spannend, wenn du mal Einblicke geben könntest. Also wie wäre es, wenn wir einfach mal eine Zoom-Session oder so machen, uns das mal anschauen gemeinsam und darüber diskutieren und wer Lust hat, kommt dazu. Mhm. Momentan, also klar könnte ich jetzt einfach losspulen, was mir so im Kopf ist, aber ich habe schon sehr viel vorgedacht und habe das wunderbar auch schon aufeinander abgestimmt. Von daher wäre es, glaube ich, ganz spannend, mal zu hören, wie ihr mich gedacht habt. Ja, ich würde auch sagen, bitte vorstellen und dann dazu diskutieren. Okay, sehr gern. Sollen wir das über E-Mail clubhouse@germanypa irgendwie versuchen zu organisieren? Ich glaube, der Alex kann das hinkriegen, oder? Das kriegen wir in einfach gerne eine E-Mail. Und dann, wir schaffen das. Okay, super. Gerne, danke. Dass ihr euch damit beschäftigt, echt gut. Ich finde den Studiengang sowieso gut. Ich bin ein großer Fan, von daher. Gut, dass ihr so weitermacht. Spitze. Okay.
Ich hoffe, die Patricia sieht das auch so, jawohl, weil es ist eine Studentin von uns, eine ehemalige. Von daher freut es mich, dass sie auch dabei ist. Schön. Cool. Danke euch. Noch ein letzter Hinweis von mir. Infos zu unseren Events, Diskussionen, Lean Coffees oder auch diesem Format wie üblich unter germanyepa.de im Bereich Veranstaltungen, ebenso wie externe Events. Und vielen Dank euch allen und ich wünsche euch in diesem Sinne einen schönen Abend. Ciao. Ciao, vielen Dank, schönen Abend.